Das erste Spiel 2018 für die Eisbären Berlin. Zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Der Tabellendritte empfing den Tabellenfünften Uwe Krupp und sein Trainerteam. Die wussten zu Hause, da lief es zuletzt nicht so gut. Nur eins der letzten vier Heimspiele konnten die Eisbären gewinnen. Das wollten sie nun natürlich wieder verbessern. Gegen Schwenningen gleich der erste Wechsel und die erste dicke Chance. Nach 15 Sekunden Thomas Oppenheimer an den Pfosten. Aber Schwenningen, die hielten gut dagegen. Gerade in der Anfangsphase versteckten sich nicht, sondern spielten sehr gefällig nach vorn. Will Acton mit der ersten Möglichkeit in der vierten Spielminute. Schwenningens Kapitän und Topscorer scheitert an der Maske von Petri Vehanen. Und weiter die Gäste aus dem Schwarzwald mit guten Möglichkeiten. Giliatti zum ersten und zum zweiten, aber jeweils Petri Vehanen, der Sieger in diesem Duell. Besonders der zweite. Verdammt gut mit dem linken großen Zeh gegen Giliatti. Wenig später dann ein Powerplay für Schwenningen und kaum war das zu Ende, der Vorstoß für die Eisbären. Blake Parlett, 3-2 Situation und in der Mitte Marcel Nöbels, das 1-0 für die Eisbären. 11. Saisontor für Nöbels, der im dritten Heimspiel in Folge trifft. Ein blitzsauberer Konter von den Berlinern über Palette, Verteidiger mit der Rückhand zur Mitte. Und dann Nöbels ohne Bewacher an den Innenpfosten und vorbei an Strahlmeier. Aber Schwenningen hatte weiter gute Chancen. Immer noch das erste Drittel. Dann dieser Pass von Höflin und Herpich frei vor Vehanen. Auch er bringt die Scheibe nicht am Finnen vorbei. Die Riesenchance zum Ausgleich. Wunderbare Vorarbeit von Mirko Höflin. Aber dann schnellt Vehanen mit der Fanghand rüber und verhindert den Ausgleich. 0-1 aus Sicht der Schwenninger nach 20 Minuten. Aber ein durchaus positiver Auftritt der Wild Wings in Berlin. Dann das zweite Drittel. Lange passierte nichts, aber dann diese Chance. Beckmann scheitert an Strahlmeier. Schwenningen kann nicht klären. Dupont schießt einfach mal und der Puck landet im Tor. Das 2-0 für die Eisbären aus Sicht der Schwenninger äußerst unglücklich. Zunächst Strahlmeier, fantastischer Save gegen Sean Beckmann. Aber dann fehlt die Orientierung im Drittel der Wild Wings. Die Scheibe geht zurück zur blauen Linie und Dupont schießt dann Kaioma an. Und Dustin Strahlmeier hat keine Chance gegen diesen abgefälschten Schuss. Das 2-0. Und während sich die Schwenninger noch versuchten, davon zu erholen, der nächste Angriff der Eisbären, die nächste Chance und das nächste Tor. Martin Buchwieser staubt ab das 3-0 nur 17 Sekunden nach dem zweiten Treffer. Wieder ein abgefälschter Schuss, der bleibt vor dem Tor hängen. Und Buchwieser schaltet am schnellsten. Die letzten zwei Spiele hatte er verletzungsbedingt verpasst. Nun wieder zurück im Kader und dann gleich mal ein Treffer. Schwenningen nun angenockt und die Eisbären, die nutzten das. Aubry, feines Anspiel auf Fischbuch, der wird gefoult. Und die logische Konsequenz, Penalty. Kai Herpich kann da nur noch einhaken, verhindert die klare Tormöglichkeit. Und nun das Duell, 1-1, Daniel Fischbuch gegen Dustin Strahlmeier. Und Fischbuch kompromisslos oben links in den Winkel. 17 Spiele musste er auf einen Treffer warten, nun hat es mal wieder funktioniert. Daniel Fischbuch mit dem 4-0. Und es kam noch schlimmer für Schwenningen, kurz vor Ende des zweiten Drittels. Nöbels parkt ein vor dem gegnerischen Tor, wartet lange und Louis-Marc Aubry ist der Nutznießer. Das 5-0, 54 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Schwenningen kommt nicht aus dem eigenen Drittel raus. Keiner bleibt vor dem eigenen Tor. Nöbels wartet, wartet und hat dann noch ein wenig Glück, dass die Scheibe bei Danner hängen bleibt. Und der mit der unfreiwilligen Vorlage für Aubry. 5-0. Spiel nach 40 Minuten durchaus schon entschieden. Im letzten Drittel passierte dann nicht mehr viel. Die Eisbären verwalteten ihren Vorsprung, ließen Schwenningen auch kaum noch zu Offensivaktionen kommen. Hatten selber noch eine Möglichkeit durch Oppenheimer 3 Minuten vor dem Ende. Er hatte die Partie mit seiner Chance eröffnet. Er beendete sie mit seiner Möglichkeit. Am Ende ein souveräner 5-0-Erfolg, der vielleicht etwas höher war, als er hätte sein dürfen. Ja, ich denke, dass wirklich beide Mannschaften gut gespielt haben. Gerade am Anfang hat Schwenningen viel Druck gemacht, war es viel gelaufen. Und da muss man schon sagen, hat Petri uns gut im Spiel gehalten. Da sind irgendwie schnell 2 Tore gefallen. Ja, dumme Tore, passiert, aber dann haben wir irgendwie den Ausknopf gedrückt und sind immer ins Spiel gekommen. Und dann ja,
dann waren noch mal zwei Tore und dann war es vorbei. Schwenningen blickt nach vorn. Am Freitag das Heimspiel gegen Düsseldorf, gegen einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz. Und die Eisbären fahren nach München zum Gipfeltreffen.